Hey Leute, herzlich willkommen zu einem kurzen neuen Video. Und zwar möchte ich euch heute gerne eine Schutzhülle für meine Überwachungskamera von Blink vorstellen. Das hier ist die Kamera, Blink XD, ist eine Outdoor-Kamera. Da habe ich auch schon ein Video darüber für euch gemacht. Aber hier geht es um die Schutzhülle, die habe ich hier von Wasserstein gekauft. Und diese wollte ich euch kurz mal zeigen. Sie soll auf jeden Fall die Kamera noch ein bisschen besser schützen, da sie wie gesagt für draußen ist. Sie ist schon Spritzwasser geschützt, aber ich wollte sie einfach nochmal in eine Hülle reintun, damit, falls sie runterfallen sollte oder so, auch nochmal eine kleine Dämmung hat und nicht direkt kaputt geht eventuell. Ja, ihr bekommt hier diese Hülle vom Wasserstein, wie gesagt. Ich werde euch das Ganze auch verlinken. Aber bevor wir uns die jetzt anschauen, kurz noch das Intro und dann legen wir auch gleich los. Bis gleich. Sie oder wir, ich weiß, was ich wähle. Operation abgeschlossen. Gute Arbeit. So, willkommen zurück. Ja, ihr bekommt hier drei Hüllen, wie ihr auch hier auf dem Bild erkennen könnt. Das sind drei Stück hier abgebildet. Das sind solche Silikonhüllen, wie ihr auch ähnlich wie fürs Handy, nur noch etwas weicher sind die, etwas schlabbriger, sage ich mal, aber auch nicht zu extrem. Sie sitzen auf jeden Fall sehr gut. Ich habe das natürlich schon auch probiert und ich wollte es euch einfach mal zeigen. Das ist also jetzt hier die Hülle, die ich in der Hand habe. Sie ist auf jeden Fall auch gut verarbeitet und sitzt auch passgenau. Und hat auch nicht viel Luft oder so, dass die jetzt hier irgendwie, dass die Kamera eventuell rausfallen würde oder sowas. Ihr bekommt, wie gesagt, drei Stück davon. Die ist nur für die Blink XD gedacht. Und wir tun die jetzt einfach mal hier rein. Nehmen die Kamera. Und dann könnt ihr das natürlich so ein bisschen drüber ziehen hier. Schauen wir mal, dass ich das irgendwie hier reingewurstelt bekomme. Aber die ist auf jeden Fall elastisch genug, damit ihr das auch reinbekommt. Das ist die Rückseite. Ihr seht, hier ist auch alles noch frei. Hier auch. Und hier bei der Ladebuchse auch noch. Genauso wie auch auf der Vorderseite. Ihr seht hier, alles in sonst sind immer noch frei zugänglich und werden auch nicht von der Hülle verschlossen, sage ich mal. Ja, ihr seht auch, es ist alles auch fest. Es wackelt nichts. Und ja, die ist auf jeden Fall fest dran und das ist gut so. Wie gesagt, jetzt kann ich hier noch meine Halterung anbringen und auch wieder festmachen, wo ich sie haben möchte. Ja, ich habe auch natürlich die Indoor-Kamera von Blink und da habe ich die Hülle auch mal kurz ausprobiert. Da passt es auf jeden Fall nicht. Zeige ich euch auch. Hier ist die Kamera etwas weiter oben und das schaut ein bisschen blöd aus. Man könnte es zur Not verwenden, aber die Hülle ist auch etwas größer. Und ja. Schaut ein bisschen komisch aus. Also die Sau schaut hier auf jeden Fall viel sauberer aus als hier auf der weißen natürlich. Aber es ist auch so beschrieben. Die ist auch wie gesagt nur für die Blink XD. Ihr seht es hier rechts oben. Von daher, falls jemand sich gedacht hat, ich kaufe die auch die weiße, die ist dafür nicht gedacht. Aber wie gesagt, zur Not könnt ihr das verwenden. Ihr habt ja drei Stück. Ich meine, das schadet ja nichts. Aber da ihr die sowieso im Indoor verwendet, sie weiß ist, finde ich auch, würde man sie sofort, wenn ihr sie zum Beispiel irgendwo im Flur an die weiße Wand festmacht, würde man sie natürlich sofort erkennen mit dem schwarzen Deko hier außen herum. Und das soll ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein, ja. Ja, das war es auch eigentlich schon von der Schutzhülle. Ich habe mir noch ein paar andere Dinge gekauft hier für meine Kamera. Die stelle ich euch aber natürlich noch in einem anderen Video vor. Deswegen bleibt dran, bis zum nächsten Mal und schaut wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.